Pflege, weil ich mir gar nichts anderes vorstellen konnte. Ich bin einfach in der Chirurgie gelandet. Als ich mich hier beworben habe, wusste ich nicht so genau, wo ich hin will. Habe hier hospitiert und bin in der Chirurgie gelandet quasi. Die Patienten hier in der Chirurgie haben vorwiegend Krebserkrankungen, Erkrankungen vom Magen-Darm-Trakt, Leistenbrüche oder Narbenhernien oder sowas. Es ist quasi ein großes Spektrum, was wir hier betreuen. Oh, ich mache meinen Job gerne, weil ich ganz gerne mit Menschen arbeite, weil ich Flexibilität liebe und ich glaube, ich bin auch ziemlich flexibel und weil es cool ist, nicht jeden Tag das Gleiche zu machen. Wir sind ja nicht nur am Patienten und pflegen nur, wir machen ja auch alles ringsrum. Darum ist es manchmal ziemlich anstrengend. Und man muss den Job wirklich wollen und lieben, weil sonst kann man in der Pflege, glaube ich, bleibt man nicht lange. Wenn Patienten eine gute Diagnose gesagt bekommen, wenn man dabei ist, wenn man sieht, man hat jemanden mobilisiert und am nächsten Tag kann er selber über den Flur laufen, wenn die Wunde heilt, die man eigentlich noch gespült hat, sowas sind super Momente.